Like a happy comeback in Pauken of Rum. Ja, jetzt ist mal Zeit für ein Abo-Simbio. Das heißt, ich habe heute was ganz geiles vorzeigen. Ja, das heißt nicht, ob ich Cap gekauft habe, sondern heute gehe um diese schönen AirPods. Ja. Die Formel will richtig anfangen und mal richtig loslesen, also mit Lesen, sondern loslegen. Will euch die Geschichte erzählen, wie ich auf meinem Kramtour gekommen bin und auch wie ich da Frau Spaß habe. So, ich stelle euch mal auf meinem Schema, also auf meinem Dünger. Ja, wie ich ja immer mache, ja. Ich will euch kurz die Geschichte erzählen, wie ich auf dem Zoom gekommen bin. So, ja, ich bin mit nur arbeiten, sondern ich arbeite auch vom Hause raus. Und da habe ich so gesehen, also ich habe Google eingegeben. Weil ich damit mal Nike-Schuhe oder Nike AirPods. Dann habe ich diese Schuhe gesehen und habe gesagt, oh ja, die sind cool, die muss ich haben. Ja. Und bevor die Schuhe dann weg sind und mich wieder auf Lager gibt, habe ich die Zeit, um genau zu schlagen. Ja. Dann habe ich lange Frau Spark. Und dann habe ich diese Schuhe dann gekauft. Ja, ich wollte die eigentlich nicht haben, weil ich eigentlich nicht feier, aber da wollte ich doch haben. Mir ist eigentlich, meiner Meinung nach, ist mir egal wie die aussehen, egal ob gelb, orange, schwarz, blau, egal, Hauptsache, ich habe meine Schuhe. Ich habe vorher neue Schuhe gestellt in Gelb, aber das Problem halt, die haben mit mir gepasst. Das heißt, ich habe die angezogen, ja, und das Problem war, dass die Sohle hier, ich weiß nicht, ob ich auf die Kamera sehen kann, da hier an der Seite links rechts zugenäht war. Wenn zugenäht ist, den kann ich anziehen, weil ich habe so breiter Fuß. Ja, ich habe die Hose, ich glaube 44 habe ich glaube die Hose. Ja, das Problem war, ich bin reingekommen und ich bin richtig reingekommen. Ja, das heißt, so enger die Schuhe ist, so mehr kommt ihr rein. Ja, das heißt, ich zeige euch mal, wenn hier so wenn mir platt ist, so enger die Solo, also mit Solo sogar, so enger die Summe ist, ja, so enger ich den Schuh dann, ja. Das heißt, ich zieh mal an, so, sieht ja hier ein bisschen eng, ja. Ein bisschen hier ziehen, ein bisschen weiter in Summe ziehen, dann zu machen. So, die passenden Schuhe, das heißt, so enger die Schuhe ist, so mehr kommt in mich rein, ja. Mehr in mich reinkommt, so sage ich auch für die Preis, ja. Ich habe, wie geht auch für eure Eltern, ne? Wer die Schuhe kaufen soll oder Schuhe kaufen will, so genau die, dann wie ob ihr seht, ob ihr überhaupt Lohn so viel Geld ausgeben für den Schuh. Ja, das heißt auch wie hier, so enger die Schuh ist hier hinten, so mehr rückt dann. Das heißt, auch so mal hier an der Decke, so mehr hier reinrückt oder so mal, so mehr rücken geht. Ja. Der hat mit mir gewiss oder mit mein Fuß mit dem Tum, sondern hat mit der Hose, also es ist das erste Mal,
Erden hat mit Großtum, Balken hat auch mit Länge und gar so auch mit einer mit Gesümmertum, ja. Das heißt, wenn die da gemeint, ich weiß nicht, ob ich auf Kamera sehen kann, wenn die so genäht sind, dann kommt mit rein, ja. Bei jedem, ich würde euch die zu empfehlen, weil die sind ja mit so genäht, gut, kann alles machen. So. Der Kaufpreis ist die Schuhe 107 Euro pro Schuh. Die gibt einmal in Weiß und einmal in jeder Aufführung in Rost. Ja, kommen mir ja um meine Meinung. Ja, ich finde das Schuh sehr schön. Der einzige, was ich ja feier, ist die Nike-Zeichen. Die für Michaelik, Silber, der einzige auch wie bei dir. Ja, ich finde, ich kann euch mal gerne mal die Alpenmodelle zeigen. So, das sind meine alten Modelle. Die haben auch 110 Euro gekostet. Jetzt machen wir mal einen Vergleich gegen Blauen, beziehungsweise alten Modelle, bisschen gegen neue Modelle. So, der eine, was ich da Unterschied finde, ist, dass da ein bisschen verbogen sind. Also, das heißt, der eine, was Unterschied ist, ja, dass die Bogen da ein gepolstert ist. Ja, das sieht immer an und verkleiden die Schuhe. So sehen die aus. Ja, jetzt machen wir mal einmal so einen Vergleich. Ja, der eine, was mich da Unterschied findet, dass der Gehenschuh mehr platt ist. Das heißt, so mehr kein platt ist, so mehr vom Erlauben. Das heißt, so weiter könnt ihr euer Bein bewegen, beziehungsweise Fuß könnt ihr dann so hochlaufen. Ja, so. Und bei Gehenschuh ist auch, dass der ein bisschen eng ist. Ja, gebildet bei Nike immer härter in dieser Form. Ich ziehe euch mal an, also ich ziehe die an. Ja, jetzt machen wir mal ein Vergleich. Ich brauche ja diese Schuhe. Jetzt sieht man den Unterschied, dass die gleichen Modelle sind, ja. Und bloß sind die neuen Modellen und die alten Modellen. Ja. So. In Gaga ist gleich, dass die enger sind. Ja. Also die kann euch nicht empfehlen. Ich kann euch dieser empfehlen. Die könnt ihr euch mal angucken. Und ja. Jetzt machen wir mal die Größe und die Länge. Geht gleich. Ich habe falsch rum. Ja, da sieht man einen Unterschied, dass die gleiche Größe haben, aber bloß die in 45, nee, 43 sind die Größen und die Fußgröße 44. So, der eigentlich war der Arm, also beziehungsweise der andere Unterschied finde, ist, dass die Nike-Seiten gar bisschen, wie heißt es, kann mich antworten, Nein-Zeiten sind. So, der andere Unterschied in Schuh ist, dass gar kein Gehmaterial ist, dass gar Leder ist und da bisschen Plastik ist, also beziehungsweise Kunststoff. So. Beim Kumpel ist das Problem, dass wenn ihr anzieht und wenn ihr so habt, dass der ihr, weil ob ihr Kamera sehen könnt, dass das dann aufgeht. So. Ja.
Jetzt merkt man auch, dass sie da kein Nein-Zeichen, also beziehungsweise hier kein Nein-Zeichen ist und auch hier ein Nein-Zeichen ist. Also gar kein Nein-Zeichen und gar kein Nein-Zeichen. So. Ja, somit auch, dass sie dass das und meiner Stopp ist und das auch ein anderer Stopp ist. Also, ja, ich frage die kleine Stopp und der Logik und der Schied. Ja, der eingeweihte Auto und der Schied finde ist auch, dass der Nein geht und da Nein-Zeichen ist. Also, beziehungsweise das Logo. So, jetzt kommen wir und bitte, gleich ist die Spitze, also da schwarz ist und da rot sind. So, sind genauso gleich und da hier in diesem und da ist genau gleiche Löcher. Weil wir, ob ich auf Kamera sehen kann, zeige euch mal Moin. Ja, deswegen sehr schön, über die da Löcher drin gebohrt haben, weil da kriegt man die frische Luft und ihr schwitzt auch damit. So, jetzt kommen wir über Abbruch bzw. Bogen. Ja, jetzt sehen wir den Unterschied. Der Unterschied, dass das gleich ist. Ja, also ist einem, wie heißt es, überlegen, ist gleich. Ja, das heißt, beide Schritte, das heißt, ist gleich halt gleich. Ja, das heißt, die alle hier ist gleich. Ja, ich zeige euch mal, ja, da ist auch nein. Und das auch nicht. So. Der Mutter, also beziehungsweise die Nina auch gleich. Angezeigt ist auch gleich. Und ja. Hier gibt beide zu. Hier ist auch alles gleich. Hier machen wir einmal gleich mit dem gleichen Schuh. Ja. Hier macht man Unterschiede, eingeweihte Unterschiede, dass das links ist und das rechts ist. So. Ja, ich finde das Schuh sehr schön. Leute, wenn ihr dieses Schuh seht, ja, egal ob online oder im Shop, kauft euch Leute auch super eine für Socken geben, also mit Tauben Socken. Oder ihr könnt mal. Da kann man auch Camp mitnehmen oder wenn man Autos fährt. Also, ich finde, meiner Meinung nach, finde ich besser, wenn man Auto fährt. Ja, zieht euch mal an. Also, ist, wenn man Auto fährt, ja, dann kann man bezahlen mit dem mehr Rücken. Ja, das heißt, wenn ihr dann so schlappen oder Hausschuhe anhabt, da könnt ihr mich fahren. Ja? Mit AirPods sind so, dass die da mehr bewegen. Also, dass die bezahlte Auto mehr Gas geben. Ja? Aber ich zeige euch nicht, ja, weil nicht, ja, mache ich meinen Führerschein. Wenn ich dann meinen Führerschein habe, dann zeige ich euch mein Auto. Was ein Auto mir holen. Ja, ich hätte gleich euch ein anderes Video von mir. Ich habe mit Auto mit tun. Ich zeige euch ein Video. Nicht, ja, wenn ich meinen Führerschein gegangen habe, zeige euch mein Zoom, wie ihr da Gas geben könnt. Ja, meine Mama hat die gleich gegen, also Schrankenzoom gegen Hausschuhe. Ja, dann wird mir der Unterschied um auch. Was besser ist. Heißt, ich werde euch sagen, was besser sind, was nicht besser sind. So, Leute, kauft diese Schuhe. Ich kann euch auch mal die anderen Apps zeigen. Ich kann euch
Ich auch gern, die kann ich euch auch empfehlen. Ja, das sind ja alle meine Blindenschuhe. Ich habe auch die Passion mit Cap gekauft, weil der ist orange und die Cap ist orange. Ja, aber Cap, zeige ich euch einmal vom Video. Aber geht um Schuhe. Ja, schreibt mir mal in die Kommentare, Leute, wie ihr die Schuhe findet, ob ihr auch überhaupt selber habt. Leute, wenn ihr Schuhe auch haben wollt, fragt eure Eltern oder Oma, Opa, wer auch immer, fragt ihr, ob ihr die kaufen oder wenn euer Geburtstag oder weit im Ostern, Nikolaus. Ja. Also ich gehe Schuhe dann mal oben, Leute. Die sind super Marmothek, super praktisch, original. Aber das Problem ist halt, ich kann die mit dem Regen anziehen. Ja, die hält gleich auch noch kurz. Ja, gegen auch so Schuhe haben. Sollen wir auch die Video angucken. Ja, Leute, diese Schuhe sollt ihr niemals im Regen anziehen, ja? Wenn ihr die im Regen anzieht, dann werden die kaputt, weil da kommt dann Regenabdrücke rein und so weiter. Ja. So ein Schwarzlicht, kann ich euch auch empfehlen. Ja. So. Ich werde eben Wein kaufen. Ja, Leute, alles super. Bei meinem Oben, Leute, ich kann euch nur empfehlen. Kauft euch um. Dann könnt ihr auch sogar eure Keller vorstellen. Weil ich will aber rausbringen, auch anderen Leute nachmachen können. Ja. Mit mir immer das Gleiche, ja. So. Falls ihr auch einen YouTube-Kanal habt, dann könnt ihr die Schuhe auch vorstellen, falls ihr die bezahlen könnt. Ja. Beendet mir gerne das Video, Leute. Das war die vierte Folge. Lasst ein Abo da, Leute. Leute, abonnieren. Schreibt mir Kommentare, wenn ihr Fragen habt. Fragt einfach. Beziehungsweise, wenn ihr auch Fragen habt oder Schuhe, könnt ihr auch in die Kommentare schreiben. Wie gesagt, Leute, könnt immer Fragen stellen. Fragen sind immer willkommen. Immer um Verfügung. Und wenn ihr Vorschläge habt, Wünsche und so weiter. Ja. Folgt mir auf Instagram, ich erkenne die Schreibung. In den nächsten Video werde ich euch zeigen, werde ich mein Auto zeigen, auch die Schuhe, werde euch zeigen, wie ihr den Schuh im Auto fahren könnt. Aber, die Video wird gerade rauskommen, ab nächstes Jahr, ist auch beigelegt in der Beschreibung, dann würde ich sagen, das war's für Video.